Grüni. Lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck. Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker! Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Oh, Vorsicht, Gelbi! Wir haben die ganze Werkstatt abgesucht, aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha. Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Truck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig.
Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal. Die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall! Schnell, Mechaniker! Wir müssen schnell helfen! Schnell, schnell! Tilly Abschleppwagen! Keine Sorge, Barry! Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Ich fühle mich nicht so gut. Oh nein, Caribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Okay.
Was war das für ein Geräusch? Schon okay. Ich fühle mich ein bisschen besser. Sieht so aus, als hätten die Mechaniker alles unter Kontrolle. Gut gemacht, Mechaniker. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Deckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Ah! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören. Mechaniker, schnell, tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow! Heiliger Schraubendreher! Oh. Oh ja, eine hohe Brücke! Gute Idee, Mechaniker! Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst! Was jetzt? Oh. Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht! Du hast ihn! Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald! Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch?
Das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Wow! Ich wusste nicht, dass du so stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Eric Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Sehr gut, Eric. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Eric hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Eric Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Eric. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Eric. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an.
gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Hehe, ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt.